das sich drauf verlassen können, ist ja ein zentraler Begriff, weil ich weiß ja gar nicht, wie der andere sich im Moment mir gegenüber verhält. Die Augen sprechen nicht genug, die Hände hat man vielleicht gar nicht frei. Jetzt im Winter ohnehin sind sie meistens dann auch noch eingeschränkt. Und Frau Büttner-Vogt ist eine Hundetrainerin. Sie würde wahrscheinlich bestätigen, wenn ich sage, wenn ein Hund den Schwanz kopiert hat, dann ist ihm ja auch eine Form der Kommunikation genommen. Und die anderen Hunde sind irritiert, wenn der nicht mit dem Schwanz wedeln kann oder die Rute zwischen die Beine klemmt. Und wir haben jetzt keine Möglichkeit zu lächeln, die Zähne zu zeigen, die Zunge rauszustrecken, sowieso nicht. Die Stimme ist ja auch verändert, ist gedämpft, kann sich auch nicht mehr in allen Modulationen äußern. Was ist mit dem Gruß? Man gibt sich jetzt die Faust oder den Ellbogen. Am Anfang haben wir hier beim vorletzten Jahr noch die Füße miteinander gekreuzt. Wird davon etwas bleiben? Nein, gar nicht. Das ist ein Krampf. Und dass es ein Krampf ist, sieht man daran, dass also jetzt die Bilder aus Brüssel oder wo auch auf der politischen Ebene sich die Leute begegnen mit Ellbogengruß. Man sieht dabei immer ein begleitendes Lächeln, ein versuchsweise begleitendes Lächeln. Und das hat damit zu tun, dass es doch als eine Substitution, als einen Ersatz wahrgenommen wird, als etwas vollkommen Artifizielles, das nicht den Gewohnheiten der Menschen entspricht. Und von daher halte ich es für vollkommen unwahrscheinlich, dass da irgendetwas bleibt, sondern es wird sich in dem Maße, in dem diese ganze Corona-Konstellation in die Normalität geführt wird, und diesen Vorgang können wir ja jetzt alle beobachten zurzeit, das wird als Ganzes normalisiert. In dem Maße, denke ich, kommen alle Grußformen, die wir so kennen, auch wieder in die Kommunikation zurück. Auch das dreifache französische Küsschen. Auch das dreifache französische Küsschen, ja. Also das kompliziert genug ist. Aber ja, das hat, was sehr häufig vergessen wird, wie soll ich das sagen, ist die Langlebigkeit von Institutionen oder etwas vornehmer ausgedrückt, die Langlebigkeit von Gewohnheiten. Wir sagen ja nicht ohne Grund, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Sowas dürfen meine Studenten natürlich nicht sagen oder gar schreiben. Aber in unserem Alltag wird das ja immer so formuliert und das ist überhaupt nicht falsch. Das ist genau stimmig. Die Ordnung, in der wir leben, ist in einem großen Maße eine Ordnung, die ihre Leistungsfähigkeit daraus bezieht, dass wir uns an etwas gewöhnt haben und auf diese Gewöhnung setzen können für die Zukunft. Vertrauen. Genau.